Jetzt werden die Liquiditätsauswirkungen sichtbar sein. Kleinunternehmen, 24-Mann-Unternehmen, bei denen, wie gesagt, durchschnittlich zwischen 80 und 120 Euro Entgeltumwandlung basiert, bei der der Arbeitgeber einen Zuschuss gibt, 100% für die Geschäftsleitung und 50% für die Leitenden und für die normalen Mitarbeiter. Bereits nach allen Kosten, nach aller Einrichtung hier in einer Zahl, in einem Betrag auch bezahlt, 11.000 Euro zusätzliche freie Liquidität nach allen Zahlungen im ersten Jahr, 43 im zweiten, 44 im dritten, 60 im vierten, 39 im fünften, 40 im sechsten und so weiter. Natürlich ganz gewaltige Summen von freier Liquidität, die wir hier haben. Und das ist aus meiner Sicht die wichtigste Spalte. Da muss man den Unternehmer hinführen, die muss er im Prinzip verstehen. Und was er als zweites verstehen muss, ist einfach die Tatsache, wenn er sein Versorgungswerk nicht aussterben lässt, wenn er sein Versorgungswerk fortführt, dann ist er nicht im Jahr 2032 der erste Liquiditätsabfluss zu bezeichnen. Ein Liquiditätsabfluss von 35.000 Euro. Das können wir heute noch gar nicht beurteilen, wie viel 35.000 Euro sein werden im Jahr 2032 in 20 Jahren. Eins sind wir sicher, 35.000 Euro wird in 20 Jahren wesentlich weniger sein oder wesentlich geringerer Betrag für ein Unternehmen, als es heute sein wird. Aber wenn er hier seine zwischenzeitlich 8 bzw. 9 Rentner hier hat, durch junge Mitarbeiter ersetzt hat, die dann vielleicht nicht mehr 80 bis 120 Euro im Durchschnitt umwandeln, sondern 200 Euro, kommt hier 8 bzw. nächstes Jahr haben wir 10, 10 Rentner, kommt hier 10 mal 200, ja, 2000 Euro mal, pro Monat mal 12 Monate, kommt hier allein ein Volumen von 24.000 Euro zustande, Steuervorteile oben drauf. Und wenn Sie es mit der Zahl jetzt fortrechnen würden, hier im Jahr 2040 haben wir bereits 16 Rentner. Wenn die 16 Rentner durch junge ersetzt werden würden, würden Sie auch die Zahlen wieder deutlich reduzieren. Aber wie gesagt, wir rechnen Worst Case, wir rechnen mit ihm, wir rechnen, dass wir nicht ersetzen. Und natürlich, wenn hier der ein oder andere fluktuiert wäre, entweder in den ersten 5 Jahren, was zur Folge hat, dass gar keine arbeitgeberfinanzierte Zusage geleistet werden muss, oder auch wenn er erst nach 5 Jahren irgendeine gegangen wäre, es wäre immer weniger zu zahlen gewesen, als wir hier annehmen, und das Ganze wird immer sukzessive weiter nach hinten schauen. Solche Dinge sind die wesentlichen Erkenntnisse und wesentlichen Aussagen in so einer Musterberechnung.